Hallo Freunde, FC Moto TV heute unterwegs, im wahrsten Sinne des Wortes on Tour. Was es mit ihm auf sich hat, was wir heute insgesamt überhaupt machen werden, dazu gleich mehr nach dem Countdown. Leute, heute wollen wir fahren. Wir haben das in der letzten Folge angekündigt. Für die Leute, die das erste Mal bei uns auf dem Channel sind, ihr schaut vorher hier rein. Denn wir haben uns ja in der letzten Folge bei uns im Shop zwei Outfits ausgesucht. Der Jürgen etwas preiswerterer, überwiegend von Bugotto. Und ich halt, was die Klamotte angeht, von Scott, habe einen sehr, sehr teuren Climb-Helm und. Aber dazu schaut ihr, wie gesagt, mal in die letzte Folge rein. Für die Leute, die schon was länger dabei sind, die kennen den Jürgen schon. Ich möchte ihn kurz vorstellen. Ein ehemaliger Kollege von mir hat richtig Ahnung und er hat die Tour, die wir heute machen werden, selber ausbaldowert. Erstmal Jürgen, wie lange fahren wir? Na, so circa 4 Stunden werden wir fahren. Und wo fahren wir hin? Wir fahren ein bisschen in die Ardennen rein und wir lassen es gut gehen. Dann wirst du also auf jeden Fall vorfahren. An dieser Stelle erstmal muss ich sagen, wir hatten ursprünglich geplant, mit der 1200er GS zu fahren, die der Jürgen bewegt. Ich hatte ursprünglich eine Tenere 700 ausgesucht. Leider ist diese kleine Tenere zerbombt worden, die uns zugesagt worden ist. An dieser Stelle Gruß an den Heiko und gute Besserung. Wir haben relativ kurzfristig eine A-Twin zur Verfügung gestellt bekommen von der Firma Motorrad Meier. Da danken wir jetzt auch schon den Leuten von Meier, denn das war sehr, sehr kurzfristig und der Dreh hätte nicht stattfinden können, wenn nicht auf dem kleinen Dienstweg da die Firma Meier uns so schnell unter die Arme gegriffen hätte. Was ist sonst sozusagen? Wir haben astreines Wetter, sind jetzt roundabout 12, 13 Grad. Wir hoffen, dass es dann gleich so um die 17, 18 wird. Meine Kamerafrau friert schon ein bisschen, wie ich sehe. Wir legen einfach mal los. Ich würde sagen, du fährst vor, ich fahre hinterher, oder? Okay, wir wechseln uns. Okay, gut, bis gleich. Perfekt, okay. Die Zeit muss sein, bevor wir losfahren. Ihr merkt das vielleicht an unserer Kurzatmigkeit. Wir sind hier wirklich auf dem höchsten Berg der Niederlande. Sagen und schreibe, wie viel? 322 Meter. 322 Meter über normal Null. Das ist der Dreiländerpunkt. Das heißt, an dieser Stelle stoßen Belgien, die Niederlande und Deutschland aneinander. Das wollte ich nur da komplett halber sagen. Und von hier aus fahren wir jetzt los in die Ardennen. Und das Ganze ohne Navi. Ja, das heißt, Navi hat der Jürgen im Kopf. Von daher, ich bin mal gespannt, aber du fährst ja halt vor. Okay. Okay, jetzt aber geht's los. Perfekt. Leute, da sind wir wieder. Wir haben jetzt, Jürgen, was sind wir gefahren? 250 Kilometer, 300. Ich muss mal auf den Tacho genau gucken. Ich kann das hier nicht genau. Sind jetzt 4,5 Stunden unterwegs gewesen, knapp 4,5 Stunden. Haben auch mal eine Pause gemacht. Jetzt sind wir aber da, wollen ein kurzes Resümee ziehen, was die Klamotte angeht. Aber ich sagte ja eben schon, das ist jetzt kein Test. Dafür ist auch das Wetter viel zu schön, sondern einfach nur ein Fahreindruck, quasi ein Fingerzeig auf das, was wir uns leihweise jetzt im Shop entsprechend organisiert haben. Das ist für uns quasi eine grenzwertige Erfahrung. Das ist jetzt kein Flachs. Eben habt ihr uns am höchsten Punkt Tollands gesehen, der Niederlande. Und jetzt sind wir genau an dem Punkt, wo die drei Länder aneinander stoßen. Das heißt, der Jürgen ist in Holland, ich bin in Belgien und da drüben ist irgendwo Deutschland. Von daher grenzwertig. War kein schlechter Joke, oder? So Leute, ihr sollt aber nicht nur die touristischen Highlights hier in der Nähe von Aachen erfahren. Wir müssen auch noch ein bisschen arbeiten. Das heißt, wir wollen jetzt Punkt für Punkt durchgehen, was an den Klamotten, die wir jetzt hier ausprobiert haben, gut, schlecht, gefallen hat, wo vielleicht ein bisschen Nachbesserungsbedarf ist. Legen wir einfach mal sehr unvoreingenommen los. Und ich habe ja schon gesagt, dass der Jürgen als Lederfan quasi heute das erste Mal mit Textil unterwegs ist. Bevor wir die Punkte ansprechen, wie fühlst du dich? Ich fühle mich sehr gut. Also ich bin sehr überrascht, wie gut das doch alles sitzt. Auch eben, wo ich mal 220 gefahren bin. Die Textilsachen haben nicht geflattert. Also auch bei hoher Geschwindigkeit relativ ruhige
richtiges Bekleidungsstück. Also das kann man. Wir ziehen noch kein Resümee. Das machen wir gleich, wenn wir die Sachen besprochen haben. Denn es geht ja für mich auch als Kernfrage auch ein bisschen darum, ob du eventuell mit dem Gedanken spielen würdest, dir Textil auch mal zuzulegen. Aber sag noch nichts. Ich möchte dich nicht in Verlegenheit stürzen. Wir fangen einfach ein bisschen geordnet an mit den Stiefeln quasi als unterstes Teil. Und ich denke mal, du hast die Bergstiefel an, dass du leicht schleppend gegangen bist. Ab der zweiten Rast, muss ich sagen, ich hätte mich fast in den Arm genommen. Also du hast ein leichtes Problem beim Stiefel, ne? Ja, der Stiefel ist für meinen Fuß sehr eng. Also wahrscheinlich habe ich einen etwas breiteren Fuß. Und wenn ich jetzt etwas länger gehe, habe ich wirklich ein Problem, dass mir der Fuß wehtut. Kann, wie gesagt, an meinen Füßen liegen. Also ansonsten, im rechten Fuß habe ich keine Probleme. Sitzt gut, drückt sonst auch nirgendwo. Also ist doch angenehm. Aber es wäre keine Alternative gewesen, ihn eine Nummer größer zu nehmen. Dann würdest du wahrscheinlich schon schwimmen. Ist einfach jetzt eine Frage der Passform, ne? So wird es sein, ja. Unser Fehler, ich kann nur sagen Amateure, denn ich habe ja schon mal in der Stiefelfolge gesagt, dass am besten ihr in den Laden reingeht, nicht am Morgen, denn wir haben uns diese Stiefel, die komplette Klamotten vormittags ausgesucht, sondern tun nichts am Nachmittag kaufen. Kommen wir zum fast Kernthema, nämlich der Klamotte, Hose und Jacke. Und da wird es natürlich sehr, sehr schwierig für mich und für uns, da so ein bisschen was auseinander zu klamüsern. Der Jürgen hat ja eben schon ein leichtes Statement losgeschossen, bezogen auf den Komfort. Was natürlich wichtig ist, ist, da muss ja auch eine Sicherheit mit dabei sein. Einfach Protektorensitz. Ja, also die Protektoren sitzen auf Anhieb da, wo sie auch hingehören. Selbst nach dem Fahren, wie wir durch die Crossstrecke gefahren sind, sage ich mal, sobald ich mich wieder hingesetzt habe, brauchte ich nichts nachzuregulieren. Es saß alles da, wo es auch hin soll. Und es ist angenehm zu tragen. Also. Okay, Cross war es zwar für mich, aber eigentlich war es ja nur ein schlechterer Feldweg. Also von daher, es waren auch nur, glaube ich, nur 1000 Meter, etwas mehr als 1000 Meter. Achtung! Es geht weiter. Das heißt, wir sind natürlich jetzt hier im öffentlichen Bereich. Ab und zu kommt hier auch grenzpassierend der ein oder andere, vor allen Dingen Radfahrer, durch. Und wenn es denn ein Motorradfahrer ist, soll uns das auch nicht stören. Kommt da etwa was? Nein, der fährt in die andere Richtung. Okay. Heißt also unterm Strich, dass du ein gutes Gefühl hast. Hast ja eben schon was dazu gesagt. Flatterneigung so gut wie gar nicht. Ja, war ich erstaunt. Jetzt ist die Klamotte, der Begotteranzug vom Jürgen, ja, viel taillierter geschnitten als bei mir. Hast auch Jacke und Hose verbunden, ne? Das ist gekoppelt, ja. Genau. Ähnlich wie bei mir, aber ihr seht, insgesamt ist das bei mir ja viel sackmäßiger geschnitten. Nicht sackmäßig im negativen Sinne, sondern dass hier eine viel, viel größere Bewegungsfähigkeit und Möglichkeit ist. Trotz des lockeren Schnitts, ich habe jetzt auch relativ wenig an, ist es so, dass der Protektor sehr stramm und eng sitzt, ohne dass ich das Gefühl hätte, er würde verrücken können, wenn ich den verunfalle. Ich muss natürlich auch sagen, dass die Geschwindigkeit, mit denen wir unterwegs waren, so roundabout, was war Spitze? 100, 110? 10 ungefähr, ja. Ja, aber überwiegend auch viel, viel langsamer. Das heißt, das sind natürlich auch nicht die Geschwindigkeiten, wo der Vorteil von Leder greifen würde. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, wo du sagen würdest, da könnte ich einen Kompromiss machen. Weniger Scheuerschutz, aber dafür mehr Komfort, ne? Das ist richtig. Also das ist um Welten bequemer. Auch auf dem Motorrad selber. Also die Bewegungsfreiheiten sind wesentlich besser und es hat seinen Vorteil auch, ja. Zwei Worte zum Rückenprotektor möchte ich noch verlieren. Ich habe den von Scott an mit dem D3O-Protektorenmaterial. Das heißt, jetzt habe ich ihn seit 2 Minuten aus. Schon merke ich bei einer Temperatur roundabout von 14, 15 Grad jetzt, dass der viel, viel steifer wird. Denn am Körper war der eben butterweich. Und durch diese Wabenstruktur ist es so, dass auch das Trageklima sehr, sehr angenehm war. Denn ich fahre ansonsten einen relativ alten Danese-Protektor, der durchgeht. Da würde ich selbst beim Fahren wohl anfangen zu schwitzen. Machen wir mit den Handschuhen weiter. Jürgen, ich möchte dich auch mal da zu Wort kommen lassen. Sag einfach mal was zu dem Bogotto-Handschuh, denn das ist ja eigentlich ein sehr preiswertes Modell. Ja, der Bogotto-Handschuh hat ein schönes Innenfutter, aber ist allerdings nicht wasserdicht, was ja heute auch nicht vonnöten war. Hat hier oben drauf eine schöne Handprotektion. Auch innen sind leichte Sturzstellen abgepolstert. Ist im Grunde ein preiswerter, guter Handschuh für solche Tage, für so ein Wetter. Aber wie gesagt, nicht wasserdicht. Hat zwar hier eine Lippe zum Wasser wegwischen, aber die haben wir nicht gebraucht. Stulpenlänge war ausreichend? Stulpenlänge war auch ausreichend, also würde auch in die Jacke reingehen, also das ist also so. Drüber und drunter, okay. Bei meinem Held muss ich natürlich sagen, die exakten Daten und Eckwerte holt ihr euch natürlich aus der Videobeschreibung, dass der mir ein Ticken zu warm war, jetzt gerade in der Mittagszeit, jetzt haben wir so, ich kann es jetzt nur schätzen, 15, 16 Grad. Liegt aber auch ein bisschen daran, dass wir bei den beiden Motorrädern Handprotektoren drauf haben, er also quasi die ganze Zeit im Windschatten ist.
Da war mir etwas zu warm, also die Hand wurde etwas feucht. Ich muss allerdings sagen, das spricht dann für Held, dass ein guter Handschuh sich dadurch auszeichnet, dass wenn die Hand feucht wird und ihr zieht die dann raus, darf das Futter ja auf keinen Fall auf links gedreht werden. Wäre das der Fall, bekommt ihr, wenn man wirklich auf links dreht, diesen Fütterungshandschuh in den Folienhandschuh, in den Außenhandschuh, gar nicht mehr rein. Das heißt, ein Top-Anbieter wird da immer Vorrichtung treffen, dass das Material nicht rausgezogen werden kann. Und das war bei dem Held von der Passform her fantastisch. Von daher ein Ticken zu lang. Und ich muss natürlich sagen, aber das liegt dann nicht an dem Held-Handschuh, dass bei der A-Twin auf der linken Lenkerseite 15 Schaltereinheiten sind mit Hörmele-Funktionen. Das heißt, Blinkerschalterbetätigung bei mir war mit dem Modell nicht perfekt möglich. Dafür ist er einfach zu dick, denn das ist ja schon fast ein Winterhandschuh, Herbsthandschuh und nicht für die doch sehr, sehr warmen Temperaturen. Jetzt auf der anderen Seite im Laden, als wir uns das Ding ausgesucht haben, waren es 7 Grad. Da war natürlich der Handschuh schon perfekt geeignet halt. Ne? Gut, das Problem hatte ich nicht, weil bei der BMW sind die Knöpfe also sehr weit vorstehend. Also das war bei mir ohne Probleme. Gut. So, jetzt sind wir bei dem Helm angekommen. Ich habe hier einen Bocotto-Helm, der als Klappvisierhelm ist. Sehr angenehm für Brillenträger. Also das Auf- und Absetzen ist also ein Kinderspiel. Er rastet auch ganz toll zu. Man hört es also selbst unterm Helm, wenn man ihn zumacht, dass dann beide Schließmechanismen zugehen. Er ist leicht zu öffnen, auch mit Handschuhen, mit einem Handgriff. Ist im Großen und Ganzen ein guter Helm. Ich bin eben auch mal schneller mitgefahren. Also ohne Probleme bin ich wie gesagt, eben mal 200 gefahren, hatte sogar noch das Visier auf, was auch sehr einfach zu öffnen ist. Also Preis-Leistung, würde ich sagen, ist ein Top-Helm, vor allen Dingen mit der Prämisse für den Brillenträger. Hat auch noch ein Sonnenvisier drin, also auch mit behandschuhtem Finger bist du da prima dran gekommen. Alles perfekt. Mhm. Natürlich möchte ich kurz ergänzen, ihr habt es vielleicht eben gesehen, der Jürgen ist ja 2-3 Mal mit geöffnetem Kinnteil gefahren. Der Helm ist ja nur P-homologiert, das heißt offiziell ist das laut Versicherungsschutz nicht statthaft. Das heißt, er hat die Integralhelm-Homologation, das heißt beim Tanken kannst du ihn hochklappen, fahren eigentlich nicht, aber ich würde es auch machen. Ich würde auch mit geöffnetem Visierdeckel fahren, einfach weil es angenehmer ist, vor allen Dingen beim Stop-and-Go, wenn wir da ein bisschen unwegsameres Gelände fahren halt. Ne? Das war ja auch nur ein paar Meter, also das war ja nicht die ganze Zeit so. Jetzt kommt natürlich ein Punkt, wo ich mich die ganze Zeit drauf gefreut habe, denn der Climb-Helm, den ich gefahren bin oder fahren durfte, hat für mich als einer, der privat schon ewig in 3 Tagen Show fährt, das war schon so eine Art Götterdämmerung, denn ich habe noch nie in den letzten Jahren einen Helm gefahren, der so press gesessen hat und gleichzeitig so soft sich angefühlt hat. Die Ohrmuscheln sind komplett ausgespart, das ist auch für mich als Brillenträger kein Problem. Das Schild ist demontierbar zum Lieferumfang. Umfang dabei gehört auch ein normaler Set, dass der Helm auch nicht als Enduro-Helm zu fahren ist, sondern als konventioneller Integralhelm, zugegebenermaßen dann etwas zerklüfteter. Das Highlight bei dem Helm war oder ist das Visier, denn ein fotochromatisches Visier ist oftmals nicht so gelungen wie jetzt bei dem Helm. Das heißt, ich habe festgestellt, dass die Nachtönung von klar auf dunkel innerhalb von roundabout 40, 45 Sekunden stattfindet. Das ist schon relativ schnell, vor allen Dingen auch im Gegensatz zum Mitbewerber. Es gibt allerdings auch einen Nachteil, denn der Helm, wenn ich ihn mit geöffnetem Visier fahre, kann der Helm Kontakt mit der Sonneneinstrahlung bekommen durch diese relativ großflächigen Lüftungs- und oder Aerodynamik-Spoiler-Öffnungen. Heißt also, wenn ich dann das Visier schließe, kommen die Stellen, die direkt der Sonneneinstrahlung ausgeliefert waren oder sind die dann schwarz, wenn die anderen Stellen des Visiers alle klarsichtig sind. Das heißt, bei geschlossenem Visier wirkt das komplett schattig. Ist eine sehr gewöhnungsbedürftige Angelegenheit. Wenn ansonsten das Visier geschlossen ist, wird das komplette Visier nachdunkeln oder auch wieder auf sich aufhellen. Aber wenn es geöffnet war und die Sonneneinstrahlung hatte Kontakt mit den dann bescheinbaren Flächen, dann ist es in der Tat so, dass die Flächen dunkel werden, die direkt der Sonne ausgeliefert werden. Heißt zwar ausgeliefert sind, aber das ist mir auch erst im Nachgang klar geworden. 2 Kleinigkeiten möchte ich euch noch erzählen. Und zwar gerade mit diesem relativ groben Handschuh, den ich eben angesprochen habe, war das Fitlock-Verschlusssystem, das hier montiert ist. Der Jürgen hat hier einen Mikrolock-Verschluss, ich habe Fitlock. Das schnappt von alleine zu. Da verweise ich einfach mal auf unsere Fitlock-Folge. Das funktioniert astrein.
dass das ein kompletter Carbonhelm ist mit dieser sehr, sehr speziellen Dämpferschale. Habe ich ja schon in der ersten Folge gesagt. Was mir aufgefallen ist auf der A-Twin, zugegebenermaßen mit hochgeschobener Scheibe, ist, dass der vollkommen neutral auch bei höheren Geschwindigkeiten sich verhält. Anders als beim Jürgen bin ich maximal 160 gefahren. Das heißt, auch wenn ich an einem LKW vorbeigefahren bin, wir hatten eine kurze Zubringeretappe über die Autobahn und fahre dann am Führerhaus vorbei, wo es ja eine sehr starke Turbulenz gibt. Der Helm war vollkommen neutral, denn ich habe damit gerechnet, dass der irgendwo unter das Schild greift und dann den Helm nach oben reißt. Von daher, da war ich absolut begeistert, deshalb lehne ich mich vollkommen aus dem Fenster. Das ist eine Murmel, die ich so in der Qualitätsstufe in den letzten Jahren ja eigentlich gar nicht mehr gefahren bin. So Leute, bleibt uns nur noch ein kleines Fazit zu ziehen, denn ursprünglich war die Idee ja, die beiden sehr unterschiedlich bepreisten Outfits zu charakterisieren. Das heißt, der komplette Anzug von Jürgen kostet in etwa das, was bei mir die Jacke kostet, von Scott die Jacke kostet. Heißt also unterm Strich, dass ich jetzt nur indirekt argumentieren kann, denn nach Rücksprache mit meinem Storeleiter, der uns auch diese Sachen entsprechend angeboten hat, ist es tatsächlich so, dass die Qualität der Scott-Sachen wohl über jeden Zweifel erhaben wäre. Er hätte also einige Kunden, die schon seit 10, 12 Jahren mit einer Scott-Textilkombi durch die Gegend fahren, und den Beweis kann Bugotto noch nicht antreten, denn diesen Kit gibt es noch nicht so lange. Also das sind Sachen, die könnte man wahrscheinlich erst beurteilen. Was fährst du pro Jahr? 10.000 ungefähr. 10.000, da fahre ich vielleicht ein Fünftel von. Das heißt, dann würde der Jürgen erst in 5 Jahren sagen können, das ist eine gute Klamotte, und ich wahrscheinlich erst in 100 Jahren. Heißt also unterm Strich, du warst zufrieden mit deinem Outfit, ja, mit überschaubarem Preis. Ich war sehr zufrieden mit meinem Outfit, ein deutlich höherer Preis. Und was diese Sachen angeht, haben wir ja auch schon ein sehr persönliches Statement losgelassen. So Leute, das war's auch schon wieder. Ich hoffe, es hat einigermaßen gefallen. Hat's dir gefallen? Mir hat's Spaß gemacht. War mal schönes Motorradfahren, ja, schöne Strecke, schöne Gegend. War toll. Perfektes Wetter. Wenn es gefallen hat, Daumen, Abos, immer gern gesehen. Ansonsten die wichtigen Links und Hinweise wie immer in der Beschreibung unter unserem Video. Ich kann euch das jetzt nicht ersparen. Wir laufen nämlich jetzt nochmal durch 3 Länder. Quasi ein 3-Länder-Lauf innerhalb von Sekunden. Ansonsten sage ich tschüss und adios.